dass die Spur langsamer wird und wie Sie sagen, vom Absprung schiebt. Anders Bardal, da schauen wir jetzt genau hin. 212,5 Meter. Also vorhin Einstellung des Schanzrekords von Risto Jussilainen. Was bringt er hier im Wettkampf? Hoch weggesprungen, schneller Ski. Guter Flug von Bardal. Hör hier neben uns in der Kabine die norwegischen Kommentatoren, die sind völlig aus dem Häuschen, weil sie endlich mal wieder über einen tollen Sprung jubeln können. Führung für Anders Bardal, 182 Meter, zwar auch deutlich kürzer als vorhin im Probedurchgang, aber die größte Weite bislang mit wenig Anlauf, eine fantastische Leistung von Bardal. Angedeuteter Telemark, aber das ist den Punktrichtern